wir uns wieder einigermaßen sammeln. Ja, alles auf die Yari-Samurai, die da angestürmt kommen. Ja. Feuer frei. Ah, die Flammenpfeile sind in 53 Sekunden wieder einsatzbereit. Ah, sie sind immer noch zuversichtlich. Ah, ich glaube, ich brauche Unterstützung. Ja, sind schon auf dem Weg. Ah, sehr gut. 3, 2, 1, sammeln. 3, 2, 1, sammeln. Sehr schön, und die Feinde wanken. Ah, da kommen aber wieder welche aus der Schlacht zurück. Aus dem Norden zumindest, aber ich habe meine Yari-Ashigaru noch, die schicke ich da drauf. Und die Flammenpfeile sind gleich wieder einsatzbereit. Das wird ein Fest. Die Yari-Samurai sind gebrochen. Sind dann im Grunde nur noch diese Bogenschützen. Ja, zieh deine Leute zurück. Okay. Eins, null und Feuer. Ja. Now we're talking. Sehr schön. Ah, scheiße, sie können auch wieder. Dann würde ich sagen, jetzt die Nahkämpfer drauf, oder? Ja. Boah, fuck, die Yari-Samurai kommen wieder zurück. Warte, ich versuche sie zu beschießen. Kümmere dich nicht um... Oder ja, doch, kümmere dich auch um die Yari-Samurai, aber ich beschieße sie noch zusätzlich. Scheiße. Die Feuersalbe war jetzt... Ah, meine Leute haben auch noch ein paar Feuerpfeile im Petto. Sehr gut. Ah, es... Oh, das war jetzt natürlich vernichtend. Ja? Der hat nochmal eine Feuersalbe auf deine Yari-Ashigaru abgefeuert. Oh ja, ich sehe es. Naja, aber sie sind so gut wie gebrochen, also. Ja, sie haben im Prinzip nur noch diese Bogenschützen da oben. Ah, die Yari-Ashigaru, die ich kommandiere, die verlieren zwar jetzt gerade stark, aber. Egal, sie sind alle am Rennen. So, wir haben einiges an Truppen gelassen, aber. Ja. Alles in allem, ein teurer Sieg. Ihr habt gesiegt, doch zu welchem Preis, mein Lord? Egal, das war's wert. 90% unserer Truppen sind stark dezimiert. Aber ich glaube, sein General müsste auch tot sein. Ja, ja, sein General ist gefallen. Die Nachricht habe ich zumindest bekommen. Genau. Soweit ich mich noch erinnern kann. Oder du hast das mal mittendrin geschrien. Keine Ahnung jetzt. Ich kann nicht so schwer von dem Typen im Spiel unterscheiden. Ihr schreit beide so. Verzeih. Ah, jetzt so. Wäre natürlich die Möglichkeit... Ja, jetzt wird er dich... Hä? Der ja. Da jetzt noch? Er versperrt den Übergang für deine Armee. Okay, finde ich jetzt allerdings... Okay, warum hat der jetzt noch so eine Riesenarmee in Usen sitzen? Tja, das... ja. Frage ich gar nicht erstmal. So. Alter Schwede, der hat das alles wieder fast vollständig fortgebildet. Scheiße. Tono, Gomereo! Der Hoyo sitzt schon wieder auf unserer Handelsroute. Oder zumindest bei mir vor der Haustür. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir ihn ausräuchern. Ich werde mal noch ein paar Schiffe ausbilden, um den mal ein bisschen... Okay. So. Möchte gern Riesen. Bitte nicht zu weit wegschwimmen, bitte nicht zu weit wegschwimmen, bitte nicht zu weit wegschwimmen. Nee, passt. So, hier da auch noch bitte. Na, also, sieht doch schon besser aus. Das ist eine riesige Flotte, die du da jetzt gerade aufreibst, oder? Ja. Super.
war nicht so erfolgreich, wie ich es mir eigentlich gewünscht hätte, aber es hat seinen Zweck erfüllt. Die Armee in Busen macht mir gerade ein bisschen Kopfzerbrechen. Ich glaube, du solltest mit deiner Armee, die du da hast, landen lassen, nach Bungo weitermarschieren, weil die werden dich auslöschen, wenn die da jetzt rauskommen. Nein, werden sie nicht. Du wirst jetzt ernsthaft mit der stark angeschlagenen Armee da einfallen? Ja. Okay, ich nehme alles zurück. Du bist wahnsinnig. Scheiße. Na, wenigstens siehst du es noch ein. Mit dem hier habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Scheiße, der Hoyo hat eine verdammt große Armee. Echigo, das Schloss in Auftrag geben und zwar sofort. Joa Mansugja. Pier, du Wichser. Stirb. Oh, er hat Luntenschloss Ashigaru. Ja, er ist ja auch zum Christentum übergetreten und hat dementsprechend wahrscheinlich einige nahbaren Handelshäfen. Ja. Angriff. Müsste doch jetzt eigentlich mit Ver... Warum ist das jetzt nicht mit Verstärkung? Alter, du bist so ein kranker Wichser, ey. Warte mal. An sich muss ich das irgendwie hinbekommen. Dann halt so. Angriff. So, jetzt müsste es aber mit Verstärkung sein. Na, also, so. Du hattest vorhin angedeutet, dass du Belagerungsschlachten üben willst. Ja, jetzt ist unsere Zeit gekommen, habe ich so das Gefühl, oder? Das denke ich doch auch mal. Ja, dann. Hau rein. Ladies and Gentlemen, Belagerungsangriff. So, was hältst du von folgendem Deal? Ich überschreibe dir die gesamte erste Armee und übernehme die Verstärkung. Also die fast aufgeriebene Armee. Wenn du was dagegen hast, können wir es auch anders machen. Aber ich denke, es ist das Sinnvollste, wenn wir uns einfach quasi jeder auf eine Seite so mehr oder weniger festlegen. Verstehst? Ich muss mir erst das Gelände genau anschauen. Und ja, wir sollten auch demnächst mal eine Aufnahmepause machen. Ich weiß nicht, wie viel meine Festplatte noch hergibt. Okay. Weil es ist nämlich, wir nehmen jetzt schon wieder seit 3 Stunden auf. Oha! Die Zeit vergeht ja schneller, als ich dachte. Ja. Gut, dann... Also die Verstärkung kommt schon mal komplett von da oben. Das heißt... Okay, vom Gelände her wäre es am klügsten, wenn ich unten links angreife, weil da die Mauern am niedrigsten sind. Ja. Das werde ich auch machen, weil dann kannst du nämlich von oben rechts angreifen, auch wenn da die Mauern nicht ganz so günstig... Ja, wobei... Geht eigentlich. Und jetzt auch ganz okay, ja. Oder eher von zentral rechts quasi. Die Frage ist halt, soll ich warten, bis deine Armee ordentlich auf dem Schlachtfeld ist, oder soll ich vorher schon mal anstürmen, dass er sich auf mich konzentriert? Ich würde sagen, ein guter Mittelwert ist okay. Es. Also... Ja, jetzt überschreib mir erstmal die Armee, dass ich sie aufstellen kann. Ja. Voilà. Merci beaucoup. Wie gesagt, ich glaube, der gute Mittelwert macht's. Also einfach nicht zu... früh losstürmen, weil sonst... Ja, stürmen sowieso nicht. Ja, klar, aber sonst wirst du halt noch aufgerieben, bevor ich überhaupt da bin. Aber auch nicht zu lang warten. Also schon so ein bisschen früher schon angreifen, damit seine Truppen beschäftigt sind. Weil wenn er sein Feuer halt auf meine Yari Ashigaru konzentriert, dann bin ich halt ganz schön am Arsch. Dann rennen die wie die... Ich glaube, die Bogenschützen halte ich komplett zurück. Oder mal schauen, was ich mit denen mache. Das mache ich jetzt oft, sage ich mal, vom Gegner abhängig, was er macht. Ja. Aber ich werde definitiv nicht den gleichen Scheiß machen wie der Computer und alles zum Klettern checken. Ja, die Bogenschützen würde ich auf jeden Fall so ein bisschen unterstützend vor den Mauern stehen lassen.
Ich könnte mir gut vorstellen, dass der Computer versucht, auch die äußeren Ringe so gut wie möglich zu schützen. Ja, das glaube ich auch. Deswegen, da bereite ich mich gerade darauf vor, die bestmöglich zu attackieren. Ja. Ich habe nur noch nicht ganz raus, wie ich das jetzt am besten mache, aber ich glaube, ich weiß, wie ich das einfädeln werde. Ich werde die guten Truppen definitiv schon mal vorschicken, weil die am meisten Moral haben. Ja. So, weil dann mache ich das nämlich so und versuche gleich das erste Tor einzunehmen, weil dann kann ich die Bogenschützen nachschicken, ohne dass sie klettern müssen. Das ist natürlich auch eine gute Sache, ja. Ja, also, meinetwegen kann es losgehen. Alles klar. Okay. Er hat einiges da, einiges dort stehen. Seine Bogenschützen sind ausschließlich tatsächlich auf den Süden konzentriert. Mal schauen, ob er das noch ändert, wenn die Verstärkung kommt. Da muss ich meinen Angriff ein bisschen umkoordinieren. Ich werde auf jeden Fall schon mal ein bisschen marschieren, aber noch nicht halt in die Reichweite von den Feinden. Ja. Die Frage ist, passt er sich jetzt an oder bleibt er so stehen? Ah ne, er passt sich an. Ja, wäre auch bitter, wenn er es nicht machen würde. Ja, das ist richtig. Also deine Prämisse sollte eigentlich sein, das Tor da einzunehmen, weil dann kannst du nämlich deine komplette Mannschaft... Ah, er zieht seine Leute ab in den Süden. Das heißt, du hast quasi freie... Also im Moment noch. Es ist relativ frei. Ja. Aber er zieht relativ viel gerade in den inneren Ring zurück, was ich sehe. What the fuck? Der bekommt Verstärkung. Na, dann würde ich mal sagen, drauf da. Ja. Das ist natürlich geil, dass er genau aus der Richtung Verstärkung bekommt, wo du sie auch bekommst. Ja. Hat er hier Bogenschützen stehen? Hier hat er keine Bogenschützen stehen. Okay. Er versucht die Verstärkung auf jeden Fall in deine Richtung zu ziehen. Das soll er gerne versuchen. Wenn du ihm in den Rücken fällst, ist das ja alles kein Thema. Ja. Hä? Achso, du hast die... Achso, ich habe mich jetzt gerade so gewundert, so, hä? Ich habe doch gar nichts gemacht. Jawohl. Tja, ich würde mal sagen, das war's mit seiner Verstärkung. Die kann er schon mal getrost in den Abwasserkanal kippen. Ja. Oh, der Weg bis zu den Mauern ist halt so ewig. Ich kann verstehen, dass der Gegner seine Leute immer hat sprinten lassen. Ich würde es ja jetzt gerne im Schnellvorlauf... Nee, sonst übersehen wir noch was Wichtiges. Wir lassen uns jetzt Zeit, wir haben die Zeit und wir machen das schon. Das muss ja auch, sag ich mal, seine strategische Richtigkeit hier alles haben, also... Ja, so dachte ich mir das auch. Wow! Mein General lässt gerade einiges an Truppen. Dann solltest du ihn vielleicht zurückziehen. Ja. Was? Unser General ist gefallen? Ein schwerer Schlag? Was? Spaß, das war ein Scherz. Puh, da hast du mir jetzt Angst gemacht für einen Moment. Ja, ich hab durchs Headset gehört, wie das Herz in die Hose gerutscht ist. Ja. Ups. Hoppla, da wollte ich doch jetzt gar keine Feuerpfeile feuern. Obwohl, eigentlich doch. So, ich bin bereit, die Mauern zu stürmen. Okay, ein bisschen solltest du vielleicht noch warten. Ja, ich wollte nur sagen, dass ich bereit bin. Okay. Ist zur Kenntnis genommen. Und überhört. Ah, die blöde Verstärkung kommt halt wieder in den Kampf zurück. Ruhig verkehrt. Was soll das? What the fuck is wrong with you? Aber er lässt seine Bogenschützen nicht abrücken. Das finde ich ganz witzig. So, jetzt hoffe ich, dass sie nicht in Reichweite laufen. Ich kann es leider nicht abschätzen. Ah, sie schießen schon! Scheiße. Okay, die Mauern werden eingenommen. Okay. Fuck, ich hatte ganz übersehen, dass im Torhaus auch welche drin sind. Ich werde so schnell wie
Ort ziehen, wobei ich sie jetzt ungern rennen lassen würde. Ja, ja. Also, nee, ich komme da klar. Also was hier steht, das kann ich locker platt machen. Also okay. Ich habe jetzt da insgesamt 7 Bataillone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, 7. Hab richtig gezählt. Und das erwarten mich Yari-Ashigaru und Bogen-Ashigaru. Die werde ich ja wohl platt machen mit den Naginata- und Katana-Samurai. Ja. Sollte zumindest möglich sein. So, und da klettern sie. Ach, die ersten sind sogar schon drinnen. Sehr gut. Los, klettert, ihr Narren! Oh, da kommt ihre leichte Kavallerie. Die werden wir gleich mal aufs Korn nehmen. Wir haben tatsächlich ihre Bogenschützentruppen alle abgezogen. Mit anderen Worten... Ah, sie bekommen jetzt die ganze Verstärkung rein. Ich glaube, ich werde bald eine Unterstützung benötigen. Ja. Ich renne jetzt